Der Profi macht es bestimmt anders. Ich habe kein Profi-Ausdengel-Werkzeug. Ich nehme Gummihammer her. Benutze sie fix. Servus, grüßt euch zu einem neuen kleinen, schnellen Video. Lang nur schiebe ich es vor mir her, die Motorhaube. Die ist vorne an der Rundung, ist die sauber eingedruckt. Da ist ein Holzbrügel draufgefallen. Die dengeln wir heute aus. Reparieren, restaurieren, grundieren, lackieren. Haufen Arbeit. Fangen wir an. Ihr seht, die ist nicht mehr da. Die habe ich schon abgebaut. Die fahre jetzt heim. Hinter dem Auto ist drin, Sitzbank umgeklappt, da liegt drin, Koffer am Deckel bringe ich nicht mehr zu, bleibt auf. Fahre ich jetzt heim, währenddessen ich heimfahre, die daheim alles herricht, auf dem Schwarztisch auflege, zeige ich euch ein bisschen einen Rückblick, wie es ausgeschaut hat. Wie es passiert ist, kann ich euch nicht zeigen, ist nicht gefilmt worden, aber ich zeige euch, wie es ausgeschaut hat und es stört mich. Das greifen wir jetzt an. Und dann sehen wir uns daheim auf dem Schwarztisch. Ja, da ist es jetzt. Lang genug haben wir es vor uns hergeschoben. Jetzt geht's los. Licht habe ich weg. Die Schriftzüge fallen schon von allein weg. Die habe ich hinten schon aufgemacht. Schriftzüge raus. 3S. Wenn ich noch einmal runterschmeiße. Die müssen wir nochmal aufpolieren dann. Ziehleisten weg. Fend weg. Dann fangen wir an. Da sind schon 2 Stunden rum, bis du angefangen hast. Die Haum abmontieren, heimbringen, Licht weg, die ganzen Zierleisten weg, Schriftzüge weg. Das ist alles mit so Kunststoffstopsel verstopft. Fangen wir so. Oh, die hat es voll verzogen. Den hat es verzogen. Und machen die auch nicht kaputt. Auf der Kamera sieht man es bestimmt nicht, aber die ist voll verzogen. Die hat so auch gestaucht. Hoffentlich bringen wir das wieder hin. Ja, bevor ich das kaputt mache, mache ich es ohne Kamera. Ich baue jetzt alles weg und dann denkel mal aus und da nehme ich euch wieder mit. Bis gleich. Bis gleich. Schön, dauert eine Stunde. Für mich eine Stunde, für euch bis gleich. So Freunde, jetzt ist alles weg. Der Fanschriftzug ist weg. Das Nummernschild ist weg. Die Fanpharma 3S. Embleme. Embleme sind weg. Die werden alle nochmal aufpoliert. Die Zierleiste ist weg, alles ist weg. Und jetzt schaut es folgendermaßen aus.
Jetzt habe ich mich entschieden, der Profi macht es bestimmt anders. Ich habe kein Profi-Ausdengelwerkzeug. Ich nehme Gummihammer her. Das ist auch der Pflastererhammer. Und das ist auch ein Pflastererhammer. Und der ist schon so hart. Der Gummi ist schon richtig. Ich meine, genau richtig, damit ich keine scharfen Kanten reinhaue. Ich probiere es jetzt. Ich haue jetzt da innen rein. Jetzt ja gar nicht gescheit hängen. Ich gebe ihm, man sieht es am Hammer, dass ich hier, sieht man das? Ich versuche ihm so eine Watschen zu geben. Nicht bloß drauf zu hauen, sondern so einen Troll, damit es die Delle rausdruckt und die ganze Schnauze ein bisschen nach vorne wölbt. Versteht man das? Die ganze Schnauze. Ich habe nicht nur die Delle reingekriegt, ich habe auch die ganze Schnauze ist auch in sich gestaucht. Das mache ich, wenn du blöd schaust, kriegst du auch ein Watschen. Jetzt mag ich ihm das so hinaustreiben und da gebe ich ihm so eine Rückhand. Und darum sieht man das am Gummihammer, dass ich ihm da, dass da Abrieb da ist. Weil ich ihm so eine mit Troll. Wahrscheinlich sieht man das nicht gescheit. Schaut es mir nochmal rein. Ich schlage jetzt dann 1 bis 2 Stunden, dann nehme ich euch wieder mit. Für alle Profis, ich bin kein Profi. Macht es ihr, wie ihr meint. Ich mache, wie ich kann. Ich habe schon kein Profi-Werkzeug, ich habe auch keinen Karosseriehammer, ich habe einen Pflastererhammer. Und am Ende wird es auch was Gescheites werden. Ich mache jetzt weiter, ihr könnt es mir zuschauen. Am besten war natürlich, ich darf da nicht langer können, gell? Von innen, nicht den langen Weg, sondern da nicht langer. Ja, mach halt die Dings weg. Ich schneide das Gitter raus. Dieser ist schief. Ich schneide das Gitter raus. Ja, oft ist es so, man muss 2 Schritte zurück machen, damit man dann durchziehen kann, nach vorne. Kurz rückwärts gehen und dann voll durchstarten. Das Gitter schneiden wir raus. Und dann lange da rein und hau das raus. Machen wir schnell. So. Harter Cut. Für euch, für mich hat es eine halbe Stunde gedauert, weil ich es ganz fein rausgeschnitten habe. Für euch ungefähr 10 Sekunden. Aber jetzt muss es rausgehen. Hängt das noch irgendwo? Na. Ja, das dengeln wir auch ein bisschen aus. Aber erst später. Und jetzt stelle ich mir das so vor, jetzt lange nehme ich da immer rein und haue das raus. So haue ich es raus und gebe ihm dauernd ein bisschen einen Troll, damit der nach außen kommt. Mache jetzt schnell und dann nehme ich euch wieder mit. Das sage ich so oft, ich weiß, aber jetzt nehme ich euch wirklich erst wieder mit, wenn es einigermaßen Form hat. Ich schätze, dengelt da jetzt eine Stunde hin. Los geht's. Für alle, die dann sagen werden, wieder im Video, hau halt einmal gescheit hin. Da siehst du, wie es vom Gummihammer die Fetzen rausreißt, weil ich ihm so einen Troll mitgib. Weiter geht's. So, Zeitsprung. 2 Stunden später, schaut folgendermaßen aus. Ich zeig's euch.
so schaut es jetzt aus. Ich hab das jetzt letztendlich. Da gefällt es mir noch nicht. Ja. Die Knicke habe ich rausgebracht. Die habe ich fast allein rausgebracht, indem ich hier mit einem Gummihammer das ganze Blech nach oben gewölbt habe. Von innen nach oben gewölbt. Die Delle ist draußen und wenn ihr da mal herschaut, da fällt es vielleicht noch 1-2 mm. Mehr ist das nicht mehr. Da ist noch kein Spachtel, nichts drauf. Wird schon. 2 mm Blech, genau neben der Sicke, ist schon Endgegner. Bum, bum, bum. Ich geb dir was zum Hammern. Ein Holz. Da geht euch ein Holz, da hammerst du. Ja. Da tust du hammern. Junior muss auch hammern. Du tust da hinten hammern. Papa tut hier hammern. Gehen wir gar nicht lange rum. Ich mache da jetzt weiter. Dann bin ich kurz 2 Tage weg. Grundieren, lackieren, kann ich schaffen. Bis nächste Woche Sonntag, 9.15 Uhr. Schreibt es rein, ob es was wird. Ich meine schon. Dann sehen wir uns nächste Woche, 9.15 Uhr am Sonntag. Kommentiert, abonniert, Online-Shop besuchen. Macht es gut. Für euch. Ja, Freunde, die Kleinigkeiten, die halten die heute auf. Ja, jede Sicke da jetzt anschleifen. Der Profi sagt, der ganze Lack muss ab. Aber der Profi sagt, der ganze Lack muss ab, weil das 1K ist. Ich sage, ich schleife den an, mache Grundierung drauf, sperre den ganzen 1K Lack quasi unter die Grundierung rein. Der vertragt sich hoffentlich. Und dann haue ich den 2K Lack auf die Grundierung vom Sandstrahler drauf. Der vertragt sich auch, weil beim Reisch hat er das auch gemacht. Den Reisch, 3-Seiten-Kipper, haben wir auch den Sandstrahler-Grundierer gehabt. Den Sandstrahler-Grundierer, die Grundierung vom Sandstrahler. Und dann 2K Lack drauf. Das Risiko ist, ob sie die Grundierung mit dem 1K Lack vertragt. Wenn nicht, bin ich im Arsch. Das ist mein Lieblingswerkzeug beim Ausbeulen. Seit 2 Stunden. Birkenbrügel. Der Profi hat was anderes. Ich hab einen Birkenrundling. Mit dem drücke ich das da raus und das da rein. Wird gut rausgehen. Ich schätze mal 5 bis 10 Stunden Arbeit. Mit Lackieren und 20 Stunden. Fangen wir an. Bis gleich. Ja, alles klar, der Entfahrer bleibt jetzt so stehen, ohne Motorhaum. Zur Not kann ich ja so auch fahren. Nein, kann ich nicht. Kein Nummernschild vorne dran. Müsste das Nummernschild wieder wegbauen und der Riemen ist nicht abgedeckt und Sicherheit und. Ja, beeilen wir uns. Die Motor muss fertig werden, damit wir wieder fahren können. Ist das ein Holz draus, irgendein Notfall hast mit einem Käfer oder irgendwas, haben wir kein Fahrzeug. Weil wir keinen Zweitschlepper haben. Wo magst du den reinstellen, da daneben hin? Den Zweitschlepper, so ein Eicher, Schmalspur, Spargelbullock. Wenn ich den ganz umpacken darf, hätte ich da noch vielleicht Schmalspur. Ja, einen Platz haben wir auch keinen. 1000 im Betrag bringe ich nicht rein. Das ist wahrscheinlich auch von der Höhe her. Hilft, wenn ich den Fanfarmer verkaufe und dann 1000 im Betrag. Geht nicht rein. Jetzt gehen wir gar nicht lang rum. Ich mache hier alles zu, schottendicht, Schleifer. Zum Schluss werde ich noch spachteln müssen, grundieren, schauen wir, ob die Grundierung sie mit dem 1K Lack vertragt und dann auf die Grundierung ein 2K Lack drauf. Aber da mache ich ein eigenes Video. Ich probiere es aus und sage es euch dann. Offiziell geht es nämlich nicht. Ist der ursprünglich mit 1K lackiert worden? Ja, weil warum? Der, wo damals lackiert hat, der hat da nicht aufgepasst. 1K. Aber wo ist da der Unterschied? Ohne Härter, einkomponentig, der ist nicht säure- und nicht benzinfest, auch nicht dieselfest. Tipp von mir, wenn du irgendwas lackiert, nie 1K. Der ist mit 1K lackiert, aber weil die Motorhaube jetzt eh komplett neu gemacht werden muss, 2K.
Jetzt ist halt die Frage. Wo kannst du dann schlafen, wenn du weißt, die Mutter haben jetzt 2K und der Rest ist 1K? Es wird eh alles jetzt 2K nach uns nachgemacht. Ich will gerade sagen, du machst dann alles. Weil dann fahre ich da mal ohne, weil das lackiert und das. Und Lackierzelt haben wir auch, Lackierpistole gekauft. Wir haben alles 2K. Die Frage ist, vertragt sie die Grundierung vom Sandstrahler mit dem alten 1K-Lack? Wenn sie das vertragt, dann haue ich den 2K-Lack auf die Grundierung drauf. Muss die nicht abschleifen? Ja, ja, schon. Aber nicht komplett, nur ein bisschen. Nur anschleifen. Dann machen wir ein eigenes Video, Freunde. Ich probiere es aus. Der Profi sagt, es geht nicht. Aber wie so oft, am Ende wird abgerechnet. Bis dann, macht es gut. Kommentiert, abonniert, schreibt es rein in die Kommentare. Besucht den Online-Shop. Weihnachten steht vor der Tür. Ein Geburtstag ist vor der Tür. Macht es gut. Führt euch. Im Online-Shop so Insektenschutzmittel, was wirklich wirkt. Das, mir wirkt das. Du bist ja nicht. Bist du eingesprüht? Ja. Mit was? Autan. Autan wirkt nicht mehr. Das wirkt auch nicht mehr. Das ist ja bestimmt schon 20 Jahre alt. Ich habe jetzt ein neues aus der Apotheke. Das wirkt? Ja, also die fliegen an dir und nicht an mir. Ich bin auch überrascht, weil das stinkt auch nicht so kreislich. Frau Herr. So eine Family Edition ist das. Die Kinder ab 2 Jahre. Wir machen jetzt keine Werbung, aber hier unten mit den 1,80 Meter hoher Brennnessel, da fressen sie die. Da bist du die Beute. Jetzt fahren wir heim. Ich muss noch Schleifer spachteln, grundieren, lackieren. Alles reden wir nicht drüber, machen wir einfach. Ja, weil wir wollen halt bohren fahren, heute ist Sommer. Heute ist Sommer bis um 3. Wenn ich wegen dir nicht zum Bohren komme und an meiner Bräune arbeite, dann bin ich sauer, dann fühle ich mich nicht mehr. Ich dann auf, wenn das heute so ist, ich habe mir fest vorgenommen, filme ich nicht mehr für dich. Frau macht mir Druck, sie möchte zum Baden. Ihr macht mir Druck, repariere den Frontschaden endlich. Von allen Seiten kriege ich es. Oh, du Armer. Aber ich kriege es hier. Ja, was? So rasch jetzt nicht. Ich habe ein Déjà-vu. Ja. Vor 4 Jahren war es draußen, gell? Vor 4 Jahren war es da draußen, die Motor haben. Jetzt ist das schon wieder da drin. Ist 4 Jahre. Vor 4 oder vor 3, 4 Jahren, 4 Jahre. Da war ich noch motiviert. Jetzt mache ich das gleiche wieder. Bin nicht ganz so motiviert, muss ich sagen. Aber wird auch wieder gut. Am Ende wird es gut.